Hallo YouTube, willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Es ist Abend, ich habe mein Lager ja aufgeschlagen im letzten Part hier und habe zum Glück die Wilde. Was ist mit dir? Okay. Kann ich sie ver... Hab ich ein Lasso? Ich glaube nicht. Let's go. So, et voilà. Du Freundchen. Wenn ich dir ins Bein schieße, dann... hast du liegen zu bleiben. Ah, Belohnung. Ja, gib mir. Ah, gut. 4. Ah, 78. Ich dachte, ich habe $4 gekriegt. Das wäre ja übel gewesen. So. Ich mache eine Mission in Armadillo beim Sheriff. Wie hieß der schon wieder? Irgendwas mit M anscheinend. Sonst wäre kein M auf dem Radar. Denke ich. Hoffentlich hat er. Ja. Er ist sowieso wach. Er muss wach sein. Oder ich wecke ihn. Unsanft. Fremde Person, den du überall in der Welt. Ah, da ist die fremde Person. Ja, so wie so nett wie ich bin, da frage ich mal nach. Mann, ist das ein großer Hund. Ja, sie heult. Da muss man ja beinahe helfen. Oh, they took my boy. My boy. Who did? He's missing. He's only a youngster. My boy is missing. Where? Who took him? Them people in the hills. Them hills near Hanging Rock. They took him. Can't the police force help you? No. They can't even help themselves. Please, sir. My son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. Suche den Jungen. Okay. Doki. Wo lang? Nicht zum Kino. Karte. Hier oben hin. Gut. Haben einfache Aufträge, die du für sie erfüllen sollst. Diese Aufträge habe ich nicht gelesen. Suche über das Passwort im Journal nach Informationen. Blablabla. Gut. Ja. Nicht ins Haus rennen, bitte. Sammy. Wenn aktiv, werden weitere Stufen von Aufträgen besonnen. Blablabla. Gut. Ja. Einfach hier Richtung Norden. Ich gehe allein in der Nacht einen Jungen suchen. Das ist so. So fangen Horrorfilme an. Hier ist der Hanging Rock. Bin ich jetzt schon hier? Ja, theoretisch. Sie sagte doch Hanging Rock. Irgendwo wird sich schon einer melden. Scheiße, irgendwie müsste ich auch jetzt hier rüberkommen. Geht's hier auch noch hoch? Irgendwie? Nein. Ich hätte umkehren sollen. Ah, nein. Ich bin richtig. Wusste es doch. Vertrau mir nur, YouTube. Ich weiß wodurch. Jetzt glaube ich hier lang. Wobei das nicht so gut ist, weil ich dann ja wieder zum Weg zurückgehe. Das ist nicht gut. Oh, was ist das? Ah, ein Tier. Gut, dann gehe ich wieder hier runter und... Entschuldigung, Pferd. Sam. Mein Pferd heißt Sam übrigens. Sam YouTube Sam.
Ah, hier oben ist lila. Gut, 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 gut. Okay, 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 okay. Wo ist denn der Junge? Let's go. Na da. Oh. Blutsporn. Seltsam. Doch nicht im Blut, im Knien. Na, was soll's. Und, was haben wir gefunden? Was haben wir gefunden? Erstmal nix. Wo sieht man, wo, das kann man, hier. Du hast Spuren von Gewalt nahe Hanging Rock entdeckt. Es gab keine schlüssige Beweise, die du auf den Aufenthaltsort des Kindes hindeuten. Ja. Okay. Das war nicht so super. Das Kind bleibt verschollen. Es bleibt spannend. Ich hoffe, ich finde den Weg zurück. Das ist ebenfalls spannend. Wo? Auf dem Weg ist man ja schneller. Ah, hier ist der Weg. Ah, hier auch. Wo, wo, wo? Wo denn? Bis ich gefunden habe, wo wer schießt, ist schon längst alles vorbei. Oh, jetzt. Hier wieder. Wo denn? Ah, da. Was ist los mit dir? How good are you with iron? Mit dem Schießeisen. Diese Herausforderung nehme ich an. You're very sure of yourself, mister. Ach, kein Thema hier. Habe ich getroffen? Scheiße, wo ist der Vogel? Boah. Da ist er doch, oder? Jawoll. So schaut's nämlich aus, mein Freund. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, 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 Freundchen. Leg dich nicht mit mir an. So. Zurück. Querfeld ein. Was macht der da? Oh, der Zug. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Wollte auf niemanden zielen. Keine Panik. Die Frau ist nicht mehr hier. Die besorgte Mutter. Naja. Schauen wir mal, was der Marshall von uns will. Ah, dafür steht wahrscheinlich das M. Gut. Hallo. Hello, is Armadillo 731? What is it with these things? Hello, it's a new line. Hello, hello. Sounds fun. What's happening? I have no idea. If it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of theys. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest. And they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of four men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye.
Let's go. You ride with us again, Marson? Will you help me? I will try. And it'd be my pleasure. Okay, auf geht's! Ich kann gut auf Vögel schießen. Hilft das? Gut, mir nach! Wo lang? Wo kommst du? Ja, lass jetzt halt. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. Ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty purse the last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. I'll be honest with you, Marson. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land. We're nearly there. Keep your eyes out for the bollards. Ja, es geht nicht. Ich muss den Untertitel immer wieder lesen. Deshalb kann ich nicht Ausschau halten nach den bösen Männern. Everybody dismount. Follow me. Let's move up the canyon towards the fork. Alter, you're ready, boys. We're probably gonna be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. Wieso haben wir die Pferde da hinten gelassen? Na gut, was für die Kondition? Stay close! Damn! Those bastards were waiting for us! This ain't good! Come on, Marston! Also, wenn Gegner in den Waffenreport ist, er verblasst, wenn außerhalb der. Ich verstehe. Da oben war doch noch einer. Komm, weiter vor. You boys take the left fork. I'm going this way. Marston, you can tag along with me or join the deputies. Rechts oder links? Ja, wo gehen wir? Ja, ich komme mit dem Marshal. Wir teilen uns auf. You again, Marston. Let's hope this goes as well as last time. The rules. Look out! There's two behind that rock! Alright, come on, Marston. Let's push on. Yes, come on, come on, come on. Oh, Hindernis! Übles Hindernis. Oh, ist hier aber auch steil, hey. Sind die gut oder böse? Ich. Gut, das sind meine Jungs. Gott, ist der Marshal fit. Ups! Are you gonna shoot any of these rustlers, boy? It's over, Fred! Nö, nachladen, nicht gut. Alright, let's move down and take those bastards in the camp. I'm giving you one last chance to put your hands in the air! Surrender. Put your hands in the air. Nicht schießen, bevor ich nicht in der Kom. Ah, du. Good shooting, boy. I'm wide open here. Nicht in den Boden schießen. Gib mir Deckung. Gut, danke für die Deckung. Ey, gib mir Deckung, gib mir. Wie heißt das? Ah, ich weiß nicht. Ah, den habe ich nicht gesehen.
ammunition lying about, if you need it. I'll meet you up on the ridge. Wie kann man nachladen? Ah, Mikro ist gut. Kiste, Kiste, Kiste. If it ain't me, it's someone else. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht treten. Schreiben mit Begnadigung. Okay, was auch immer. Pff, keine Ahnung. Ja, Entschuldigung, kann ich mal. Was hier? Molotov? Nein. So, weiter geht's. Let's go. Be careful. I think I spotted some snipers. Eyes up! Sniper! Verdammte Kämpfer. Let's clear out Pike's Basin once and for all! Boah, den habe ich nie gesehen, ey. Boah, scheiß Camper. Ich sehe nur noch keinen. I can hear more gunshots. Quick, let's go help my deputies. Au. Wir sterben. Ja, Tasche ist Medizin. Ah ja, stimmt ja. Verdammt, hier geht's gar nicht weiter. Ja, ich bin dabei. Das ist prima. Begleite den Marshall. Ja, bin dabei. Ist nur ein bisschen stressig hier. This looks as good a spot as any. Gather around, listen up. Entschuldigung. Man trinkt auch nicht im Dienst, mein Freund. Oh, in Deckung gehen. Ja. Yep. Kann man Leute auch lautlos abknallen? Ja, das ist nicht so eine super Deckung. Ach, scheiß drauf. So, ah. Das der da ist voll unfair. Hui! Das ist ein Baum! Baum ist ein Freund. Baum ist ein freundlich. Wo sind denn noch? Ah, da. Tell the bomber to give themselves up or we'll kill every last one of you! Das war gerade der Moonwalk. Ich hab's voll drauf. Gib mir Muni! Oh, danke. Ah, nicht so. Wie kann man über die andere... Ah. Sind die böse? Ja, nein. Die sind gut. Wie seid ihr so schnell? Ups. Entschuldigung. Rette die Ranger Barter. Ja. Gleich. I think that's all of them. Fine shooting, boys. Now come on, let's untie those hostages. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. Alright. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Schon gut, schon gut. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. But one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens.
He's missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Na dann, bis morgen. So, das Vieh zurück. Ja, Partnerlook, synchron laufen. 133 Dollar verdient, das ist doch mal eine nette Ausbeute. Okidoki. Hier noch ein, zwei Leichen plündern. Wo ist Sammy? Ah, hier. Boah, wie konntest du dich selber los? Ich habe ein schlaues Pferd. Ich habe ein schlaues Pferd. Hat sie ja noch irgendwie Goldkisten oder so, was praktisch? Da hat sie ja eine Kiste. Ja, einmal drauf treten. Dann öffnet sich das Ding gut. Hat's noch mehr Kisten? Nee, oder? Oder schon? Ja, ja. Ja, definitiv ja. Aha, er macht sie tatsächlich so auf. Okay. Ja, geht auch schneller. Gut. Ich sage danke und wir sehen uns im nächsten Part. Wie schaffe ich noch einen würdigen Abgang? So. Ein bisschen ins Licht. So, ja. Gut. Perfekt. Okay, bis zum nächsten Part. Ciao, YouTube.